Ich möchte ein bisschen erzählen über den Social Media und Online-Marketing in den Wahlkämpfen dieses Jahres. Und aus verschiedenen Aspekten. Ich möchte erstmal ein bisschen den Vergleich mit den USA aufmachen, was passiert da und so. Dann ein bisschen was über den Bundes- und Landes-Social-Media-Wahlkampf und dann über den Wahlkampf, den ich gerade selber geführt habe. Nicht für, hier ist das Firmenlogo jetzt von uns eigentlich drüber, aber das war kein Firmenprojekt. Das war ein Florian Baileys Projekt, den ich gerade geführt habe für eine lokale Kandidatin hier in einem Stimmkreis, um dadurch das Ganze nochmal in den Kontext zu setzen, was funktioniert und was nicht und auch meine Learnings daraus zu ziehen. Perfekt. Ich möchte erstmal einen Blick in die USA werfen. Und wenn man über Online-Campaigning spricht und die USA, dann hat man in den letzten mittlerweile 5 Jahren immer wieder diese Obama-Geschichten gehört. Ja? Obama dies, Obama das, Obama ganz toller Online-Wahlkampf, Obama ganz groß, Obama 1 Milliarde Spenden, Obama toll. Ich möchte ein bisschen zeigen, dass der Blick im Online-Campaigning auf die USA auch ein bisschen differenzierter sein muss. Ja, also natürlich ist es so, dass die 1 Milliarde zweimal die Präsidentschaftswahl, die wichtigste Wahl der Welt, gewonnen, Kampagne sehr gut ist. Aber dahinter ist auch viel Streu, sage ich mal. Ja, also Spreu. Und es ist wirklich so ein bisschen schwierig, so nur positiven Blick zu haben. Aber um nochmal diese positiven Aspekte zu sehen, das hier sind Elemente aus dem Online, aus der aktuellen Präsenz von Obama und aus der Kampagne 2008 teilweise. Die Website, ja, die natürlich eine andere Dramaturgie hat als deutsche Wahlkampf-Webseiten und deutsche Wahlkampfkommunikation. Ich sag mal, etwas, was ja der deutschen Politik und der deutschen politischen Kommunikation letztendlich fehlt, ist ja Theatralik, Pathos. Ja, wir führen bürokratische Wahlkämpfe. Ja. Das hier ist das Spendensammeltool, wo man auch sofort diese Emotionalität sieht. Das ist natürlich auch eine völlig andere... Wer hier hat schon mal Geld an eine Partei gespendet? Ja. Ich kann die Hand auch wählen. Ja, ich habe dieses Jahr relativ viel. Der Bezug zur Politik in einem System wie dem amerikanischen ist ein anderer als in dem deutschen. Das führt auch dazu, dass andere Ausprägungen sich einfach darstellen. Das Gleiche in den USA würde deutlich mehr Hände teilweise hervorrufen. Und die spenden, spenden halt immer. So ist es halt. Ja, dieses perfekte Fundraising, was dahinter stand, aber auch hier kommt diese Emotionalität, die eben in der amerikanischen Politik sehr präsent ist. Und es ist diese personalisierte Emotionalität. Ich meine, hi there. So ein Post, das ist nicht die letzten Tage, also gestern oder heute, von der Barack Obama Facebook-Page. 424.000 Likes und 18.000 Shares. Share oder Like? Like. Ja. das hier ist von der Twitter-Page at Barack Obama. The First Dog, richtig. Oder hier einfach von der Facebook-Page. Ich habe den reingezogen, um Steffi zu ärgern. Have a great weekend. Eine der wenigen als Firma äußern wir uns bei Kunden immer sehr stringent gegen Posts, die viel mit Wochenenden, Feiertagen und sonstigem Zeug zu tun haben. Das würde ich hier als Ausnahme gelten lassen, als emotionale. Was wir hier haben, ist eine unglaublich emotionale, eine unglaublich personalisierte Kommunikation, die dann im richtigen Moment wieder gedreht wird und plötzlich inhaltlich wird. Also ich habe die Beispiele nicht alle rausgezogen, aber es ist nicht so, dass die Website nur die Familie Obama Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Wochenende, Ferien zeigt, sondern zwischendrin ist auch die Help the Immigration Reform Now. Ja, also wir haben hier das, was wir auch vorhin bei Bayern hatten und in den anderen Themen, wieder diese Content-Mischung, wo dieser emotionale Content ist und dann plötzlich dieser Wechsel.
Und um einfach mal einen weiteren Blick auf die Kommunikation in den USA zu werfen, das ist ja das, was immer so erzählt wird und so. Man muss auch sagen, amerikanisches Campaigning ist schon weird. Ja? Also das ist schon was, da muss man sich reinfinden. Ich hatte mal ein Gespräch in den USA mit einer Kampagnenmanagerin für eine Kampagne eines texanischen Gouverneurs, der gerne republikanischer Präsidentschaftskandidat werden wollte. Und die hatte dann einen Blog, war so eine liberale alternative New Yorkerin, war seine Kampagnenmanagerin für die Online-Kampagne. Ja, Geld definiert Kampagnen in den USA in einem unfassbaren Ausmaß. Ich habe mal ein paar Beispiele aus den USA zusammengezogen. Hier haben wir Senator Lamar Alexander, ein Republikaner aus, ich glaube, Tennessee. Nur um so ein paar Beispiele zu zeigen, wie diese Social-Media-Kommunikation auf einer anderen Ebene, wenn wir jetzt nicht auf der Barack-Obama-Ebene sind, funktioniert, wie sie abläuft. Hier haben wir dieses On Syria, I will vote no. Ja, das ist ein unglaublich starker Post, also unglaublich starke politische Social-Media-Kommunikation, entschlossenes Gesicht, klare Botschaft, hat auch 8000 Likes, was für die Seite, die nicht so riesig ist. Aber was man hier schon merkt, ist natürlich, dass es schon alles seine Seiten hat. Dieser Post, das ist jetzt irgendeine Schulleiterin, die den Preis als beste Schulleiterin von irgendwas gewonnen hat. Da kommen wir schon wieder mehr in die deutsche politische Kommunikation über Social-Media-Kanäle. Also das hier könnt ihr auch auf der Facebook-Page von jedem deutschen Abgeordneten finden. Drei Leute, die in die Kamera schauen und ein Text, den man nicht versteht. Also ich kann ihn auch vorlesen, das hilft nicht. Barbara Boxer, ja, um hier auch die Relevanzgröße herzukriegen, Barbara Boxer ist Senatorin von Kalifornien. Ja, also das ist halt so, wie wenn es ein Bundestagsabgeordneter für halb Deutschland gäbe. Ja. Um die Relevanz ein bisschen herzuhaben. Und dann sieht man schon, von den 30 Millionen Likes oder so bei Barack Obama sind wir jetzt schon auf 69.000 runtergebrochen oder so. Ja, also auch hier kommt man langsam in einer Ebene an, wo in der politischen Kommunikation dann schrittweise auch wieder mit Wasser gekocht wird. Today my spirits are soaring ist noch ein sehr beliebter Post. Und man schaut ihn sich so an und denkt, ja, ganz gut gemanagte Seite. Dann bemerkt man, da wird nur zweimal im Monat gepostet. Ja. Also es ist schon, man merkt schnell, es bricht ein bisschen runter. Es gibt natürlich Highlights. Ich meine das jetzt nicht politisch inhaltlich, bitte. Ja. Also ich bewerte hier Kampagnen und Kommunikation und nicht die politischen Inhalte. Bitte nicht verwechseln, speziell hier. Paul Ryan, der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat der letzten Wahl, ein eher Tea Party-Radikaler als irgendwas anderes. Hier ist eine sehr gut funktionierende Social-Media-Kommunikation. Er hat eine bestimmte Zielgruppe, die ihn sehr attraktiv findet, ja? Tatsächlich auch Frauen. Natürlich bestimmte Bundesstaaten, die eher republikanisch wählen. Also schon eine sehr, sehr eine eher radikalisierte Zielgruppe. Also radikalisiert ist übertrieben, aber die halt in ihrer eigenen Blase lebt. Und da bekommt man dann eben auch solche Ergebnisse. 81.000 Likes, 2.000 Shares, 123.000 Likes. Ich glaube, es ist irgendein Country-Sänger. Ich bin mir nicht sicher. Falls ihn jemand kennt, Trace Adkins. Ja. Also man merkt, es ist außerhalb auch dessen von den Leuten, die ein bisschen mehr mit den USA zu tun haben, mit New York oder sonst wie. Es ist eine nennen wir es mal Südstaatenblase. Great Day at the Pumpkin Patch. Die völlige Bereitschaft, alle Kinder sofort in den Social-Media-Kontext zu ziehen. Auch das, ja. Meine Zweijährige ist eine gute Gelegenheit für ein Foto. 144.000 Likes. Ja, also hier ist diese sehr emotionale, personalisierte Kommunikation. Und das ist wirklich das, was, wenn man sich das so anschaut, auch diesen Unterschied verursacht. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das ist jetzt der Kongressabgeordnete. Also Paul Ryan ist auch Kongressabgeordneter. Und Don Young als Kongressabgeordneter für Alaska. Also er ist für ganz Alaska zuständig, gibt noch ein paar andere, aber nicht so viele, weil Alaska hat nicht so viele Einwohner. Ich könnte sogar sein, dass er der Einzige ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da merkt man sofort, okay, ja, auch in der politischen Kommunikation in den USA, es gibt so ein paar große Beispiele, aber danach bricht es schnell runter. Ja, das sind auch die besseren Posts. Nee, auch gibt auch zwischendurch mal was Gutes. Hier 3.000 Likes, 315 talking about this.
was auch immer das ist. Er ist auch häufig in Besprechungsräumen. Also hier, naja, man muss es halt so sehen, das sind halt Schnappschüsse aus dem realen Arbeitsleben eines Politikers. Ja? Das ist keine politisch-strategische Kommunikation, wo was Bestimmtes vermittelt werden soll. Es ist so, wenn wir es mal auf eine Marke oder ein Unternehmen übertragen, ist das so die erste Phase, wo Unternehmen anfangen, eine Facebook-Page zu betreiben und immer aus ihren Besprechungsräumen posten, also jetzt Gedanken machen, was sie auf Facebook stellen sollen. Ja, ja. Ja. Das, also die Phase gibt es bei Unternehmen ja auch oft. Ja? Und das ist so ziemlich das, was da auch tatsächlich real passiert. Ja, ich glaube, da hast du einen gewissen politischen Vorteil. Ich glaube, das Repräsentantenhaus wurde einfach einmal komplett verifiziert, nachdem es gewählt wurde oder so, ich glaube. Gibt ja auch eine Lobbygruppe von Facebook in Washington, die wird schon dafür sorgen, dass das schnell geht. Es gibt, diese Differenzierung zwischen den beiden Systemen macht halt viel aus. Wir haben in den USA dieses unglaublich personalisierte Wahlsystem, was auch zu diesen unglaublich großen Ausschlägen führt. Ja, also zwischen Kandidat, der das unglaublich beherrscht und perfekt positioniert, was gut oder negativ sein kann manchmal, bis zu Kandidaten, die halt aus ihren Besprechungsräumen ihren Stapelunterlagen posten. Und was wir in diesen unterschiedlichen Systemen auch haben, ist natürlich auch ein unterschiedliches Verhalten. Ja? Also man kann in Deutschland durchaus personalisierte Wahlkämpfe führen, sie haben nur eine viel niedrigere Wirkung, weil das Grundwahllevel sich an den Parteien orientiert. Ja? Also auch unser individuelles Wahlverhalten ist sehr parteiorientiert. Da können wir uns jetzt alle gegenseitig irgendwas anderes einreden, aber es stimmt nicht. Statistisch ist ganz klar, wir orientieren uns erst an den Parteien und schauen danach, passen die Kandidaten, und dann haben wir ein bestimmtes Spektrum, in dem wir entscheiden. Es gibt ich habe hier politische Blogs als Beispiel genommen, aber es gibt in den USA einen unglaublich dicht vernetzten Kommunikationsraum, einen politischen, in dem News aufgefangen werden, weitergetragen werden, jemand hat was geschrieben, 5000 Blogs werden es teilen, aufgreifen, und dieser politische Kommunikationsraum geht bis auf die lokale Ebene. Also ich kann in einer Stadt ab einer gewissen Größe, sagen wir aber 1 Million Einwohner, werde ich problemlos 50, 100 Blogs finden, die sich mit den aktuellen Politik beschäftigen. Und das auch die ganze Zeit weitertreiben. Ja, diese Art von Netzkultur in blogorientierten, in verschiedenen Weitertragungsdingen haben wir in Deutschland nirgendwo. Ja, es gibt, glaube ich, in Berlin 3, die über die Stadt, die über den Flughafen Witze machen, so ungefähr. Aber das würde ich jetzt nicht als hochpolitische Blogs bezeichnen. All die, die es mal angefangen haben, ich habe damals auch mal dazu gehört und eins gefahren, irgendwann so um die 2002 rum, haben irgendwann aufgegeben, weil sie keine Leser gefunden haben. Ist logisch, das Interesse und diese Spannung ist einfach nicht so da. Dann Millionen ist natürlich einfach auch, das Geld ist ein unglaublich zentraler Unterschied, weil wenn man sich diese unglaublich professionalisierten Bilder von Paul Ryan da anschaut, es funktioniert nicht ohne einen Medienstab, der die ganze Zeit dabei ist und diese Bilder macht. Der macht keine Schnappschüsse, die sehen aus wie Instagram, aber da sind 10 Leute dahinter, die 5 Stunden lang die Kinder drapiert haben und ihnen gesagt haben, dass sie bitte nicht direkt hinter dem Kürbis stehen sollen, weil sie da zu klein wirken oder so. Und hat jemand noch ein schwarzes Mädchen, was ich bitte ganz rechts hinstellen kann? Ja? Ja, politische Kommunikation in den USA ist orchestriert, ist auf dem Medienbereich hin orchestriert. Wer mal Spaß haben will, geht mal in eine Kampagne in den USA als Praktikum für 6 Monate. Da lernt man auch, wie man Events so gestaltet, dass aus dem letzten Wahlkampf gibt es diese wunderbare Geschichte, Hurricane, ja, Notsituation. Mitt Romney stellt seine Kampagne ein und baut ein Event um, von er spricht, wie toll er ist, in ein Rescue-Event für die Hurricane-Opfer und sammelt Dosen und Lebensmittelspenden. Kampagne entscheidet eine Stunde vor Start des Events, dass das Event umgebaut wird. Logischerweise kann kein Mensch, der kommt, Lebensmittel dabei haben, weil die fahren von irgendwoher, die haben keine mitgenommen. Also kauft die Kampagne Lebensmittel, stellt sie vor die Eingangstür der Halle. Die Leute nehmen sich 2 Dosen, nehmen sie mit und übergeben sie mit Romney 300 Meter weiter. Der nimmt sie und stellt sie auf eine Palette. Die Medienteams werden alle dahin gestellt, wo es wieder auf die Palette gestellt wird. Es ist amerikanische Eventkommunikation und politische Kommunikation.
Aber allein um das zu organisieren, brauche ich ja schon 500.000 an Stab und sonst was. So, unser Wahlkampf 2013. Sehr enttäuschend, muss man sagen. Ja. Also, auch wenn wir... Ich mache keine politische Bewertung jetzt hier. Von der Kommunikation her konnte man merken, an dem, was passiert ist, dass Social Media noch nicht als tatsächliches Kampagneninstrument in der Vielfältigkeit irgendwo angekommen ist. Man hat gemerkt, es gibt jetzt ein Team, das überall sitzt. So wie ein Unternehmen, das Social Media anfängt zu machen, das macht erstmal ein Team, das setzt es dahin und es macht irgendwas. Und danach schaut man sich irgendwann an und denkt sich, naja, das war jetzt aber nicht so wirkungsvoll. Vielleicht ist Social Media der falsche Kanal. Ah, vielleicht vorher denken. Es ist auch durchaus eine Diskussionsöffentlichkeit, das war interessant zu beobachten im Vergleich zu den letzten Wahlkämpfen. Es ist eine Netzöffentlichkeit entstanden, ja, die stärker als in anderen Ländern von den Blogs der Zeitungen getragen wird, ja, also als Multiplikatoren. Richtig. Kann dann Social Media Seiten, sag ich mal, eine stärkere Aufmerksamkeit haben. Richtig, das ist absolut richtig. Andererseits haben natürlich die Blogs auch so, auch zu anderen Themen, eine höhere Aufmerksamkeit. Das liegt natürlich zum einen daran, dass der Markt viel größer ist, also der Lesermarkt. Zum anderen, in der politischen Blogszene gibt es einen Schlüsselmoment, und das war der Irakkrieg. Da die meisten amerikanischen Medien relativ uniform, ja, ich wollte jetzt kein anderes Wort verwenden, uniform reagiert haben auf die Anbahnung des Irakkriegs, entwickelte sich quasi eine Online-Gegenöffentlichkeit mit mehreren politischen Meinungsführerblogs und auch Communities, die damals gewachsen sind. Die Leute hatten quasi keinen anderen Anspringpunkt mehr und sind zu diesen Blogs. Und aus diesem sehr starken Grundnetzwerk, was dazu geführt hat, dass es halt mittlerweile einige unabhängige Blognetzwerke gibt, die tatsächlich 2-3 Blogs betreiben, sich selbst finanzieren und als eigene dastehen. In diesem Spiel, die haben dann wieder an die kleineren auch wieder Traffic weitergegeben. Und so ist dieses Grundwachstum entstanden. Aber mal als Grundthese gesagt, heutzutage ist jedes Blog und jeder Content tragfähig, wenn ich genug Leute finde, die ihn teilen. Ja? Und das hatten wir auch durchaus im deutschen Wahlkampf. Hier sind zwei Beispiele. Das eine ist vom Gutgemacht-Tumblr. Der hatte das Gutgemacht-FDP-Slogan auf verschiedenen Kampagnen von der FDP aufgegriffen und diverse Varianten davon immer weiterentwickelt. Das rechts ist von dem Tumblr Crazy People Post Holding Moller Pflanze. Ja, ich glaube, es sind 40 Bilder oder so von Menschen mit Mollards Pflanze. Also es hat sich schon zum ersten Mal quasi eine Online-Öffentlichkeit gebildet, die auch kommentiert hat, was gerade passiert ist. Das ist was in den Wahlkämpfen vorher nicht passiert ist, diese dauerhafte Kommentierung von allem, was passiert ist. Der Stinkefinger, den wir vorhin von Peer Steinbrück haben, wenn ich meine Google-Image-Suche mache, finde ich 300 Versionen davon. Also diese Gegenöffentlichkeit, die wir auch alle wahrgenommen haben, das heißt, die Social-Media-Durchdringung war jetzt zum ersten Mal so groß, dass auch die Sachen sich verbreitet haben. Vorher hat sich ja auch irgendjemand ein lustiges Bild gemacht, aber es hat halt keiner gesehen. Wenn man dann einen Schritt zurückgeht und sagt, man hat diese Öffentlichkeit, da passiert ein bisschen was, und sagt, okay, was sind die Kampagnen der Parteien, ja, was ist da passiert, dann wird es halt sehr traurig. Ja. Also das muss man einfach sagen, die Grundstrategien in diesem Online-Wahlkampf, jede Partei hat ein bisschen Display-Werbung, ein paar Banner geschaltet, jede Partei hat mal ein bisschen da Werbung geschaltet, jede Partei hat jeden Kanal so ein bisschen benutzt, ja. Wahrscheinlich hatte die AfD auch einen Pinterest-Account, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber viel Strategie war nicht dahinter. Und viel Bewegung war auch nicht dahinter. Wir hatten das vorhin gerade schon mal kurz. Eine Partei macht tatsächlich so ein bisschen Ausnahme. Es sind nicht die Piraten, wie man denken sollte, sondern überhaupt nicht, sondern es ist tatsächlich die AfD. Ja. Ich habe jetzt nicht so viele Beispiele rausgezogen, weil es sehr distribuiert und sehr verteilt ist. Die AfD ist dadurch, dass sie doch sehr eine Grassroots-Bewegung in gewisser Weise ist, mit sehr vielen Leuten, die sehr viel Energie reingebracht haben.
hatte tatsächlich diesen Effekt, dass die Social Media im Social Media Bereich sehr stark war. Ja? Also man hier, um da ein Verhältnis zu haben, ich glaube, das hier ist sogar die AfD. Ja? Also bei den Fanzahlen war die AfD zwischendurch auch mal fast vor Peer Steinbrück. Dann ist auch deutlich drüber gewachsen irgendwann. Also das ist wirklich so, dadurch, dass diese breite Unterstützung da war von vielen Leuten, die Inhalte weitergetragen haben, die auch Inhalte produziert haben. Und das muss man sagen, natürlich eine eher populistische Partei hat halt auch keine Grenzen, was Content angeht und wie sie Content vermitteln. Ja? Das ist in der Kommunikation immer ein Vorteil. Aber man sieht es hier sehr schön, 360.000 Likes bei Angela Merkel, 50.000 bei Peer Steinbrück, Jürgen Trittin hat auch 11.000, Rainer Brüderle 4.600, Gregor Gysi 25.000. Bedeutet auch so nicht viel, weil auch der Content, der drüber läuft, nicht viel bewegt. Es gibt hier eine schöne Umfrage von Infratest DIMAP für Axel Springer. Ja, wir befragten Wähler und Nichtwähler, von welchen Politiker sie Aktivitäten im Social Media, ist eine komische Formulierung, wahrgenommen haben. Alle Altersgruppen 5%, Angela Merkel 3%, Peer Steinbrück. Und ich glaube, dass diese Zahlen nicht stimmen, weil ich glaube, dass die Leute auch Aktivitäten von anderen Nutzern, die mit Angela Merkel oder Peer Steinbrück zu tun hatten, zum Beispiel ein Wahlplakat sharen oder irgendein Artikel, wo sie vorkommen, wahrgenommen haben, als sie haben mit den Kandidaten zu tun. Ich glaube, die Befragungsmethode verzerrt das Ergebnis hier, weil die Leute nicht differenzieren können, von wem haben sie Content wahrgenommen. War das von der Kampagnenseite oder hat jemand anders irgendwas gezeigt? Ja. Deswegen glaube ich, ist das hier ein zu positiv dargestelltes Ergebnis, was eigentlich schon alles sagt. Ja. Also 1%, Sie können ja nicht, hier steht nichts über die Fehlerquote und wie viele Leute Sie ermittelt haben, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass er eine Umfrage machen kann und eine Fehlertoleranz unter 1% hat. Also Fehlertoleranz, 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 vielleicht nicht. Also fassen wir es kurz zusammen, diese Grafik. Wähler und Nichtwähler haben keine Aktivitäten von Politikern im Social Media wahrgenommen. Und das ist dann nicht der Fehler der politischen Kommunikationslandschaft, das ist dann der Fehler der Kampagnenzentralen, die es nicht geschafft haben, das Tool zu verwenden. Ja, es spielt ja keine Rolle, es geht darum, ob sie es wahrgenommen haben. Dass sie danach sagen, sie wollen es nicht nochmal sehen, ist die eine Sache. Da gebe ich dir völlig recht, das ist eine ganz andere Herausforderung. Das ist übrigens das Ergebnis, was man, wenn man in Google fragende Katze eingibt, kriegt. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgezogen für Posts von Parteien, von relativ populären Posts, gehört zu den populärsten Posts. Und es ist wirklich skurril. Ja? Also, die CSU hat einfach irgendwann beschlossen, dass sie einfach nur noch ihr Wahlkampfmaterial postet. Okay, das ist das hier ist sicher auf eine eigene Art ein großartiger Post. Ja, leider fürchte ich, dass er so häufig geteilt wurde, weil er so viel über die Situation der Piraten in manchen Landesverbänden aussagt. ich weiß nicht, können Sie alle lesen? Ihr habt echt ein cooles Maskottchen, dieser komische lila Mann. Das ist unser Landesvorstand. So, hier die CDU hat 4 Fotos zu dem Album Flugblätter der CDU Deutschland hinzugefügt. Dieser Post könnte auch aus den 50ern sein. Und, aber es ist ganz interessant, weil 500 haben es geteilt. Und ich frage mich, vielleicht funktioniert es auch. Also, aber es ist ein bisschen eigen. Ja. Hier ist auch ganz interessant, die SPD, hier, ich habe null Toleranz für Steuerhinterzieher. Und das zeigt ein ganz interessantes Problem, was man merkt, wenn man sich die Parteiseiten und so anschaut. Die Kampagnenzentralen haben eigentlich gar nicht begriffen, wie das Medium funktioniert. Ja. Also was die Kampagnen hier tun, ist nicht kommunizieren nach außen zu unentschlossenen Wählern oder unentschiedenen Wählern oder sonstigen, sondern die Kampagnen kommunizieren nur nach innen. Und die Flugblätter Deutschlands, ja, jemand, der die Flugblätter der CDU Deutschlands als Album teilt, ist Mitglied der CDU Deutschland. Das kann ich komplett garantieren. Ja. Statistisch. Ja. Fehlertoleranz, habe mich verklickt und so ist sicher dabei.
Und auch das, unser Wahlplakat und so weiter. Das heißt, während in den USA die Kommunikation, die wir gesehen haben, versucht quasi eher unpolitische Menschen, ja, dass sie es durchaus politisch, er geht jagen mit einem Bogen und so. Ja. Das ist in den USA ein unglaublich politisches Thema. Ja. Es geht um Waffenbesitz, es geht darum, dass er sogar noch mit einem Bogen jagt und die Bow-Season startet und er hat komische Tarnklamotten an und sonst was. Viel politischer als dieses Bild kann man in den USA nicht mehr werden. Das ist voller politischen Messaging. Ja. Das ist ja immer das, was man mit politischer Kommunikation bedenken muss. Es gibt ja nichts. Hier, ich habe 3 Kinder. Ja. Die Kinder müssen Wagen ziehen und wir holen unsere Früchte vom Feld. Ja. Also es ist unglaublich viel politische Kommunikation in den einzelnen Bildern. Da ist unglaublich viel Messaging dahinter. Country-Star, den keiner in New York kennt. Ja? Ja, also es ist ganz viel dabei, was hier kommuniziert wird. Und das merkt man hier. Entschuldigt, dass ich so... Das ist hier überhaupt nicht dabei. Ja? Also das hier ist... Die Subtilität der Kommunikation ist null. Ja, ja, ist, ja, 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 ich gebe ja zu, dass es funktioniert. Ja. Ich gehe ja auch zu, dass die CSU-Kampagne auf der Ebene dieser Kommunikation auch eine effektive Kampagne ist. Ja. Die ist ja eigentlich nicht weit vom Bayern Tourismus-Marketing-Material weg. Ach komm. Komm. Ja, ja, genau. Es gab ein Bild, da hängt ein Kletterer an einem Felsen vor so einem fränkischen Fachwerkhaus. Da habe ich mir gedacht, ob die CSU uns die Rechte am Bild irgendwie überträgt. aber ja, das ist natürlich zumindest Bildmaterial, was professionell gespielt wird, das hier wegfällt. Was man hier auch ganz deutlich sieht, ich kann ja Content in Facebook, bei dem mehr als 10-20% Text drin ist, nicht als Anzeige ausliefern. Ja, den werden nur Leute sehen, die meine Seite geliked haben, auf die Seite kommen oder ihn über Freunde geteilt kriegen. Und das führt natürlich noch mehr dazu, dass ich quasi nicht nach außen spreche, weil ich keine neuen Gruppen anspreche, sondern nur nach innen. Das heißt, hier werden die Plattformen auch nicht als Media-Plattformen benutzt, wo Werbung ausgespielt wird und eine komplexe Kommunikation entsteht, sondern so eine Facebook-Page, wo wir unsere Inhalte reinsetzen. Und unsere Parteimitglieder liken es dann und teilen es wieder. Jeder, der mit ein paar Parteimitgliedern irgendwie auf Facebook verbunden ist, hat es mitbekommen im Bundestagswahlkampf. Das ist sehr anstrengend. Persönlich hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich Teil des Intranets bin. Gut, ist ja partiell richtig, muss eine Wahlkampagne managen, aber ja. Ja, die CDU hat sich hier selbst übertroffen. Wir haben einen Roll-up und eine Messewand. Schau mal, hier ist unser Kongresszentrum. Ja, die ganze Trickschublade der politischen Kommunikation auf einem Bild. Könnte auch von Flyer-Alarm sein. So, also was ist das Problem? Ja. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist tatsächlich bei diesem Bundes- und Landtagswahlkampf ist, ich glaube, es liegt zum Teil in der Parteistruktur, ja. Die Kampagnen haben nicht den Freiraum, die Online-Teams haben nicht den Freiraum, die sind immer noch eine sehr nachgeordnete Struktur in einem Kampagnen-Ding. Hier, also es gibt den Wahlkampfmanager, der hat dieses große Büro und ganz hinten im Eck ist das Online-Team, das macht die Website und dann dahinter dem sitzt noch jemand, der macht Social Media. Ja. Und der sagt dann, ich habe da eine Idee. Dann sagt die Designfraktion, die Wahlplakate designt, die zwischen ihm und dem Wahlkampfmanager sitzt, sagt so. Und dann wird das Wahlplakat auf Facebook gepostet. Wir haben da auch eine Idee. Ja, also zum einen das, und es ist halt keinerlei strategisches Vorgehen. Es geht nicht um die Wähler in der Mitte, es geht nicht um die Wähler, die unentschlossen sind, sondern es ist tatsächlich wir haben bestimmte Inhalte und wir hauen es raus. Und also es war eigentlich, wenn man sich tatsächlich anschaut, in jeder Analyse, die man nimmt, im Grunde genommen muss man sagen, es gab keinen Social-Media-Wahlkampf und es gab auch keinen intelligenten Online-Wahlkampf. Aber ich sage mal, die klassischen medialen Konstruktionen, die sie haben, ja, haben sie zumindest benutzt. Wie aktiv der Wahlkampf geführt wurde und dass eine Demobilisierung da war, unbestritten. Ja. Aber da kann die einzelne Kampagne nicht so viel dran ändern, an dieser generellen Stimmung.
Aber dass das Mittel auch technisch nicht benutzt wird, ob es jetzt konzeptionell in der im politischen Messaging benutzt wird, eine andere Diskussion. Das ist also wirklich der Status. Ja, das ist die Strategie, das ist so eine skurrile Mobilisierungsstrategie. So wie die SPD zwischendurch gesagt hat, der Haustürwahlkampf dient ja auch der Mobilisierung der Leute von ihren Mitgliedern, weil die würden dann an Türen stehen und positives Feedback kriegen und dann machen sie wieder mehr Wahlkampf und dann gewinnt die SPD die Wahl. Das erscheint mir keine sinnvolle Kampagnenstrategie zu sein, dass ich meine Kampagne mache, um die eigenen Leute zu mobilisieren. Ja. Ich kritisiere die SPD nicht. Ja, also man muss mal ganz stark differenzieren, die Beispiele zwischen wirtschaftlichen Unternehmen und Kampagnenkommunikation. Kampagnenkommunikation ist viel härter und viel lustiger, weil Kampagnenkommunikation zu viele Faktoren integrieren muss. Ja, ich kann mal ein Bild haben irgendwo von einem Mercedes, der ein bisschen schief aussieht. Ein Mercedes kann auch mal einen Unfall haben. Wenn die Pannenstatistik gut ist, macht es keinen Einfluss. Bei Wahlkampagnen gilt immer erster Step, es darf nichts schief gehen. Keine komische Botschaft. Gut, das hatten wir gerade als Beispiel. Keine komische Botschaft, es darf nichts schief gehen. Und erst wenn ich den Sicherungslayer habe, dass nichts schief geht, kann ich aufbauen. Weil du bist nicht leicht bereit, deine Stimme jemand anderen zu geben. Du bist nicht leicht bereit, deine Stimme einer anderen Partei zu geben. Das ist keine leichte Entscheidung, speziell wenn ich die auf einer massiven Skala haben möchte. Also muss ich sehr, sehr viele Ebenen der Kommunikation ansprechen. Und es ist deutlich einfacher, einen Mercedes zu verkaufen. Nee, ich dachte nur an Bestandskundenmarketing. Ich denke wahrscheinlich nur an Bestandskunden. Ja, ja. Zum Teil ist es ja statistisch auch verständlich, weil halt gerade bei der SPD oder so die Demobilisierung ein großes Problem ist. Das Problem für Kampagnen im politischen Ding ist, dass zu viele Einflüsse auch gleichzeitig kommen. Also mit Mercedes habe ich Kontakt mal über einen Bericht in der Presse, kommt vor, gerade wenn ich eine Autozeitung lese, aber ich lese keine Autozeitungen. Also habe ich vielleicht mal irgendwo einen Testbericht auf irgendeiner Automobilitätsseite von einer Zeitung online irgendwo von was gesehen und ich habe Kontakt über die Werbematerialien und die Werbung von Mercedes und dann in meinem realen Umfeld, ja, also oder in meinem digitalen Umfeld. Das sind quasi meine Kontaktkreise, die ich mit Mercedes habe. Im politischen Bereich habe ich aber einen massiven Kontakt über alle Presse, sonstigen News-Erzeugnisse, die ganze Zeit laufen, übers Fernsehen oder sonst wie. Ich habe ständig die verschiedenartigen von Informationen, die von jeder Ecke kommen. Und die Kunst des Kampagnenmanagers besteht daraus, wieder zu fokussieren und zu sagen, wir kriegen trotzdem eine Botschaft durch alle Kanäle, die hier durchläuft, die irgendwo hängen bleibt. Es gibt gerade ein schönes Buch, Höllenritt Wahlkampf. Wir haben ein bisschen was über, das ist ein bisschen egozentrisches, komisches Buch, aber es gibt ein paar schöne Stellen drüber, über den Wahlkampf 2005 von der Schröder-Kampagne, wo sie so die 20%-Punkte im Wahlkampf aufgeholt haben. Und das sind schöne Stellen, wo man schön sieht, okay, es gibt eine klare Botschaft und die Botschaft hauen wir jetzt auf allen raus. Ja. Also ich brauche eine klare Botschaft, ich brauche eine klare Strategie und im Social-Media-Bereich muss ich halt schauen, wie vermittle ich es dann. Ja? Es ist eine komplexe Kommunikation mit vielen, vielen Einzelaspekten. So, habt ihr Fragen noch? Bundes-Landtagswahlkampf. Weil jetzt würde ich mal lokal gehen. Ja, ich persönlich denke mir, dass es bestimmt sehr viele unentschlossene Wähler gibt und dass es damit sicher eine große Zielgruppe gewesen wäre für alle Parteien. Ja. Ich habe zum Beispiel den Wahl-O-Mat runtergeladen. Den fand ich super interessant. Einfach mal aus Jux. Leider kommt immer SPD raus, was ich gemacht habe, kommt immer SPD raus. Jetzt mal probiert. Aber ich fand es eine gute Strategie, mal sowas zu tun. Ich finde es super interessant, dass es dann immer wieder probiert heißt. Ich nehme an, du wählst sonst was anderes? Ich habe gar nichts gewählt. Ja, ist okay. Nein, aber ich finde es nämlich interessant, weil, was ich vorhin meinte, wie schwierig es ist, Stimmen zu verschieben. Ich habe das Feedback von vielen Leuten gesehen, die den Wahl-O-Mat benutzt haben, wo die falsche Partei rauskam, die dann so lange den Wahl-O-Mat wieder gemacht haben, bis endlich die richtige Partei rauskommt. Ja. Mir ging es um die Strategie, das zu verstehen, was dahinter steckt. Und da habe ich dann gemerkt, dass zumindest mein Ergebnis rauskommt. Ich finde die Strategie interessant. Das ist mal was Neues. Das erreicht einfach mal jeden auf dem iPhone, auf jedem Smartphone. Ja, gut, das ist ja aber keine Strategie, weil du hast das Problem beim Wahl-O-Mat ist, du kennst die Antworten der anderen Parteien vorher nicht. Also, du übermittelst ja aus dem Programm. Tun die Parteizentralen ja Antworten übermitteln. Und natürlich wäre der Wahl-O-Mat das ideale Marketingziel jeder Wahlkampagne und es ist durchaus Diskussionsthema in jedem Wahlheadquarter gewesen.
Du kriegst, dann kennst du die Antworten der anderen Partei nicht. Würdest du sie kennen, könntest du natürlich deine Antwort so optimieren, dass du den größten Durchschnitt von allen Wählern erreichst. ja. Es ist tatsächlich, ich finde es ein schwieriges Tool. Also ich finde diese Wahl-O-Mat, genauso wie diese Abgeordnetenwortbefragung, sehr schwierig, weil sie ich komme ja eigentlich neben Social Media aus dem User Experience und Information Design Bereich und sie spiegeln eine Informationstransparenz vor, die nicht drin enthalten ist. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Das ist so, ich tue so, als wäre ich vollkommen objektiv mit diesen 10 Fragen, bin es aber nicht. Und es ist noch viel gefährlicher, gerade weil es von einer unabhängigen Stelle kommt und so. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss aufs Wahlergebnis hat, letztendlich. Das wird von anderen Sachen getragen, aber ich finde es trotzdem schwierig. Ja. Ich mach den auch nur maximal 3-mal, wenn dann nicht die richtige Partei rausgekommen ist, dann lasse ich es wieder. Okay. Nee, gab es eigentlich nicht. Es gab schon, die SPD zum Beispiel hat immer wieder Microsites aufgesetzt oder so, ja. Aber was bemerken war quasi, dass der Reichweitenkauf hinterherhinkt. Ja. Also ich weiß nicht wieso, aber das war bemerkt. Die SPD hat im Wahlkampf relativ viel so Microsites zu Themen manchmal wieder gespielt, zu so bestimmten Sachen. Wenn wieder so ein bestimmtes Thema verbockt, sonst wie war Microsite gespielt. Aber was man merkt ist, es ist irgendwie Verständnis dafür da, dass man den Inhalt ins Internet bringen soll. Es ist noch kein Verständnis für das Konzept von Traffic da. Ja? Also es steht dann irgendwo eine Webseite. Also die wird auch geteilt und sonst wie. Und die In-Crowd, also die Jusos und die Parteibasis freuen sich und teilen sie. Aber es gibt jetzt niemanden, der sagt, na gut, jetzt müssen wir halt auch für 70.000 Online-Marketing draufhauen und gucken, ob wir irgendwo unentschlossene Wähler abholen können und dahin lenken. Ein Problem, was sicher auch noch dahinter steht, ist, dass es bei einem Teil der Parteien ideologische Vorbehalte gibt. Ja? Also ein Targeting-System oder ein modernes Online-Werbesystem zu nutzen, hat halt gewisse Folgen. Ja? Ein Analytics-Tool dahinter, das damit verknüpft ist. Ich habe Cookies, die da reingesetzt werden. Ich habe also all diese Sachen, die sie eigentlich inhaltlich ablehnen. Und das heißt, man hat eine vollkommen Kollision zwischen der Realität dieser Marketing-Umwelt und den politischen Inhalten. Deswegen machen die Piraten keinen guten Online-Wahlkampf. Ja, die Piraten sind durchaus in der Lage, einen guten Twitter-Wahlkampf zu machen. Das bewegt, wenn es 50% der aktiven Stimmen auf Twitter bewegt, nichts. Aber sie sind halt nicht in der Lage, einen guten Online-Wahlkampf zu machen, weil die Tools ihnen eigentlich zuwider sind. Ja, also Piraten möchten keine Online-Werbung buchen, weil jemand, der Daten speichert in den USA. Ich kann es auch nachvollziehen, ja, inhaltlich. Ich würde es halt trotzdem machen. Beantwortet es die Frage? Noch jemand eine Frage? Und ihr könnt auch gerne zwischendurch dann noch fragen. Oder? Ja, genau. Ja. Das ist die Gewinnerantwort. Solange es keiner richtig gut benutzt. Aber jetzt mal vorsichtig. Ich habe gesagt, es gibt eine Partei, die da rausgeragt hat. Und es ist mir erst jetzt in der Recherche aufgefallen, deswegen habe ich es nicht geschafft, den Case komplett darzustellen. Und ich habe eigentlich auch keine Lust drauf. Und ich werde auch keine Präsentation online stellen. So toll war der Online-Wahlkampf der AfD, da habe ich echt keinen Bock drauf. Aber 4,9% kommen schon irgendwo her. Ja? Und da waren natürlich die Straßen und diese Protestexistenz, aber der Online-Wahlkampf war extrem gut. Und er war mithin der beste, der von allen Parteien geführt wurde. Also ja, man kann Wahlen fast gewinnen, durchaus mit der Nutzung des Mediums. Das würde ich schon so sehen. Die 4,9% waren sicher auch online verursacht. Also man merkt es, da freuen sich die AfDler über 50.000 Likes und da kommen sofort 5.000 Leute und sagen, ja, gut, wir schaffen das. Die AfD hat zwischendurch Hashtags gehabt, wie, was war das eine, das blaue Wunder. Ja?
So, wir schaffen es. Ja. Das haben die Leute. Die Leute haben tatsächlich ihre Posts mit diesem Hashtag überall versehen. Und zwar sehr massiv. Und haben dadurch natürlich auch eine compelling Story in so einem völlig nebensächlichen Tweets geschaffen. So, das hier gehört zu diesem Wunder, wo ich Teil von bin. Ich bin Teil dieser Bewegung. Wir sind Teil. Ja, also wie gesagt, ich werde die Slideshow nicht machen, aber ich kann es jedem empfehlen, sich anzuschauen. Da war schon viel Gutes dabei. Da waren auch peinliche Sachen dabei. Da gab es einmal dieses Video, das rumlief, wo jemand den AfD-Song gemacht hat oder so, auf der Klampfe irgendwie ganz schreckliches Zeug vor sich hingejault hat. Das aber tatsächlich funktioniert hat, weil die AfD-Basis das total gut fand. Und daran sieht man sowas. Sowas kann ja nämlich auch in den USA auch passieren. Das ist nämlich dieser Homemade, ich schaffe für diese Aktivität und dieses Medium-Ding, was die anderen Parteien sonst in einem sehr niedrigen Volumen nur hatten. Ja? Wo sich dann aber doch diese Grassroots, diese breite Unterstützung, die durchaus unprofessionell ist, die durchaus ein bisschen skurril ist manchmal, schon zeigt. Jetzt möchte ich nicht mehr über die AfD reden. Oder hat noch jemand eine Frage zu Bund und Land? Aber ihr könnt mich auch zwischendurch fragen, ist ja auch echt egal. Waren das wirklich Profis jetzt? Haben die wirklich eine Agentur mit Fetteagentur? Nee, die hatten keine Fetteagentur. Aber sie hatten schon Geld und keiner weiß so genau. Und es gibt ja Spekulationen, dass mehrere Millionen noch reingeflossen sind oder so. Aber das, was getragen war von der Kampagne, lag zum Teil daran, dass die Partei nicht organisiert war. Ja, du hast halt noch eine sehr hierarchische Parteistruktur. Das heißt, die guten Kanäle können noch befüllt werden, ohne Rücksicht auf die eigene Basis. Ja? Wenn die SPD was Falsches postet, rufen halt 5000 Leute im Willy-Brandt-Haus in Berlin an und sagen, hey, habt ihr sie noch alle? Ich habe auf Facebook gerade gesehen. Ja? Das haben wir doch beim Parteitag 1979 anders beschlossen. Damals saß ich... Ja, so ist es halt. Ja? Und das ist natürlich ein gewisser Freiraum, den diese Protestbewegung da hatte und auch genutzt hat. Okay, es kennt ja jedes Unternehmen. Ja. Abteilung XYZ hat angerufen und gesagt, wieso ist das denn online? Das hat doch gar nichts mit uns zu tun. Ich habe während der Zeit eine lokale Stimmkreiskampagne in Erlangen gesteuert für eine Kandidatin, die mir recht nahe steht, meine Frau. Und nee, da bin ich nicht objektiv. Ich erzähle auch einfach, was ich gemacht habe. Ich ziehe am Ende ein paar Schlussfolgerungen und die könnt ihr dann einfach wieder wegwerfen. Am 14. November 2012 aufgestellt und da beging die Kampagne. Und ich wollte natürlich ein bisschen ausprobieren, was sind denn relevante Instrumente online, die ich in einem lokalen Wahlkampf benutzen kann. Und ein lokaler Wahlkampf Online-Instrumente benutzen ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil ich kann es nicht aussteuern, ich kann nicht Zielgruppen so genau abgreifen, weil die Zielgruppen zu klein sind. Budget hatten wir ungefähr 20.000 Euro. Ist faktisch als Kampagnenbudget mit allen Drucksachen sonst wie fast nichts. Personal keines. Einen kleinen Kreisverband. Wahlergebnisse lagen bisher so um die 12%. Also, es erklärt es auch, meine Frau hat für die Grünen kandidiert, sie sitzt auch da hinten. Das Wahlsystem ist das bayerische Wahlsystem und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil das bayerische Wahlsystem erlaubt ja eine Personalisierung. Also ich kann ja auf der Liste wählen und ich kann ja vor Ort wählen und die Stimmen werden zusammengezählt und entscheiden dann, wer über die Liste reinkommt. Also ich kann die Liste komplett über die Stimmen, die ich für eine Person sammle, umsortieren. Und das macht natürlich einen Wahlkampf spannender, weil man ihn personalisiert führen kann. Also als Wahlkampfmanager macht es ihn spannender. Die Public Relations Situation ist eine Zeitung. Stimmkreis ist halt Erlangen, ja. Hohes Einkommen, die Probleme sind, dass die Wohnungen zu teuer werden und andere Probleme hat die Stadt eigentlich nicht. Also ein bisschen langweilig. Ich mag meine Stadt, Heimatstadt, ich war auch mal Stadtrat, aber... Die Wahrheit ist halt die Wahrheit. Im Hintergrund ist übrigens auch Erlangen. Die Kandidatin war ein Vorteil für uns, mit einigen Aspekten, auf die ich noch gleich eingehe. Die Gegnersituation war der bayerische Innenminister als bayerischer Landtagsabgeordneter und Direktkandidat dagegen und der Vorsitzende der bayerischen Jusos, eher so Halbmarxist. Und ja, als Vorsitzender der Bayerischen Jusos muss man ja auch einer sein.
Das ist ja sein Job. Und in der Situation haben wir mal so ein bisschen definiert. Positive Faktoren am Start der Kampagne, ganz klar die Kandidatin. Meine Frau ist Rechtsanwältin, arbeitet im erneuerbaren Energiebereich, ist unglaublich sozial engagiert, hat mehrere Vereine in Erlangen mitgegründet, ist Vorsitzende von mehreren Vereinen, also ist sozial vernetzt, kennt wahnsinnig viele Leute, ist in der Stadt aufgewachsen, war Vorsitzende des studentischen Konvents der Hochschule und so weiter und so weiter. Das heißt, sie hat das, was man als Kandidat braucht, um lokal Stimmen zu sammeln, lokale Ausstrahlung, Bekanntheit und ein glaubwürdiges Engagement für die Stadt und die Bürger. Negativ, sie ist jung, sie ist 29. Ich habe gesagt, es ist komisch, wenn du hier bist. sie hat natürlich nicht die Bekanntheit. Bekanntheit ist ein ganz interessanter Faktor, wenn man es aus einer Social-Media-Perspektive sieht, weil die wenigsten Politiker sind bekannt. Also wenn man sich diese Umfrageergebnisse mal anschaut, wie viele Personen Prozent kennen einen bestimmten Politiker, dann ist Seehofer manchmal nur bei 90%. Ja? Natürlich, wir haben hier Umfrageergebnisschwankungen und sonst wie, aber ich halte die Ergebnisse schon für glaubwürdig. Wir haben einen großen Prozentsatz der Bevölkerung, der sich sehr wenig für Dinge interessiert. Also nicht nur für bestimmte Dinge, für so generell alles. da ist so ein Bekanntheitsfaktor sehr schwierig. Und dazu kommt natürlich, wenn jemand zum ersten Mal kandidiert in diesem jungen Alter, wir addieren ja Bekanntheit über unser Leben. Ja, mit jedem Lebensjahr kennen mehr Leute uns und so weiter und so weiter. Also falls wir nicht zu den Leuten gehören, die sich für alles gar nicht interessieren. Und das führt dazu, dass die Bekanntheit etwas niedriger ist. Und natürlich als Erstkandidat, wenn ich noch nicht vorher kandidiert ist, meine Bekanntheit auch sehr niedrig. Und das ist natürlich ein Problem in der politischen Kampagnenstrategieführung, dass ich gleichzeitig Bekanntheit heben muss und eine Geschichte erzählen. Also das ist eine hohe Komplexität in der Kampagne. Ja, und der ganze Rest natürlich auch blöd. Ja? Keine Mitarbeiter, kein sonst wie. Also mit den Mitarbeitern stimmt nicht ganz. Wir haben natürlich ein Team gehabt, das uns unterstützt hat. Einer sitzt auch da drüben. Danke, Dani. aber das ist eben mehr so das Team aus meinem Netzwerk, das dann Design geliefert hat und sonst wie. Diese positiven und diese negativen Faktoren hatten wir, als es losging. Also die Zielsetzung war, innerhalb von 9 Monaten flächendeckend heißt unter diesen 100.000 lokal und, jetzt wird es schwieriger, mit dem zweiten Ziel, eine flächendeckende Bekanntheit erreichen und die Kandidaten als verlässliche, sympathische und vertrauenswürdige Personen zeigen. Ja? Das Ziel war jetzt nicht irgendwie irgendwas Abgedrehtes zu kommunizieren, weil ganz ehrlich, wenn du Zielbekanntheit hast und dann noch Ziel 2, keine Chance. Ja? Bei den Umfrageergebnissen, als wir gestartet sind, da war das grüne Ergebnis in den Gesamtumfragen noch sehr hoch. Hätte das gereicht, um wahrscheinlich zweite Kraft in Erlangen zu werden. Ja? Also das ist halt so, man arbeitet halt mit dem Generaltrend und man kann sich nicht von dem Generaltrend ablösen. Gleichzeitig die Bekanntheit in Mittelfranken erheblich erhöhen, um Zweitstimmen zu gewinnen. So. Welche Kanäle haben wir? immer dran denken, Mitarbeiteranzahl 0. Also Kanäle hatten wir Facebook, Twitter, Xing als Social-Kanäle. Alle anderen konnte ich relativ schnell ausschließen. Und auch die konnte ich dann zum Teil wieder ausschließen. Es ist tatsächlich, wenn man versucht, lokale Kampagnen zu fahren, merkt man, wie schnell sich die Optionalität zusammenfällt. Ich sage immer ein bisschen was zu den Kanälen. Twitter, ein bisschen rumprobiert. Twitter lohnt sich nicht. Es sind nicht genug Leute da. Ja? Wenn ich eine lokale Kampagne in Berlin-Mitte habe, lohnt es sich nicht, Twitter zu benutzen. Also schon zur Kommunikation, weil es Multiplikatoren gibt und Leute, die darüber reden. Aber rein von der Reichweite an Menschen, die ich erreiche in der Wahlkampagne. Und in der Wahlkampagne muss ich immer mehr Menschen erreichen als in der Unternehmenskommunikation. In der Unternehmenskommunikation kann ich die Zielgruppe einschränken. In der Wahlkampagne habe ich einen Streuverlust, den ich einkalkulieren muss. Ich muss eigentlich den Großteil der Bevölkerung erreichen, sonst läuft meine Wahlkampagne vorbei. Xing ist ganz interessant, weil ich die Leute halt sehr lokal ansprechen kann, ja, auch Meinungsführer ansprechen kann. Und Facebook ist einfach das Einzige, wo ich lokal Anzeigen in einem Kontext und Inhalte stark vermitteln kann. Also um da einen Kontext zu schaffen, ich hatte in diesem Stimmkreis hatte ich so 30.000 bis 40.000 Leute, die ich über Facebook erreichen konnte.
über Anzeigen. Das ist über 18. Das ist deutlich mehr, als ich auf jedem anderen Kanal irgendwo erreichen kann. Online hatte ich sonst noch Suchmaschinen, klar. Display-Anzeigen, Website, klar. YouTube, ganz interessant, werde ich nachher auch ein bisschen drauf eingehen. Print, Flyer, ganz normale, Mailings an Haushalte, Plakate, Events, Kampagnen-Events, Fremdevents, also wo eine Podiumsdiskussion, wo jemand eingeladen wird, Aktionen auf irgendwelchen anderen Events, die stattfinden, Infostände, Presseberichterstattung, eigene Artikel, die man irgendwo einreicht, Anzeigen, die man in der Presse schaltet, Kinosport, persönliches Netzwerk, Haustürwahlkampf, der gleichzeitig stattfand. Also wir haben mal das ganze Orchester aufgestellt. nein. Nicht in dem Kontext. Ich gebe dir recht, es gibt einen Kontext, wo YouTube Social Media ist. In dem Kontext ist YouTube ein Anzeigenkanal. Ich erkläre es. All diese Kanäle spielen natürlich ineinander und das macht ja den Spaß einer Wahlkampagne aus, ja? Dass man immer mehr Pfeile hin und her ziehen kann und sagen kann, meine Güte, YouTube zahlt auf die Website ein und YouTube auch zahlt auf die Display-Werbung ein, die Plakate auf die Kampagnen-Events. Also alles zahlt irgendwie auf alles ein und die Komplexität ist immer noch irgendwie eine klare Botschaft, irgendwie da durchzuhalten. Ja? Ich behaupte gar nicht, dass ich das geschafft habe. Oder das ist ja. Wir haben uns sehr stark auf Facebook, wir haben sehr stark Facebook benutzt, weil Facebook, und das ist ganz interessant, weil Facebook die einzige Möglichkeit war, effektiv Reichweite auszusteuern. Und zwar Reichweite für wechselnde Inhalte. Und das sind Learnings, die eigentlich für jedes Unternehmen und für jedes andere Sachen eindeutig gelten. Was tatsächlich auszeichnet, das, was du vorhin schon meintest, ist, die Bereitschaft zu interagieren im politischen Kontext ist sehr niedrig. Also extrem niedrig. So ganz niedrig. So, ich möchte nicht auf einer politischen Seite liken. Ich möchte nicht, dass meine Freunde sehen, dass ich das geliked habe. Ich kann ein Beispiel dafür nennen. Das liefen Facebook-Anzeigen für meine Frau. Und ich bekomme plötzlich eine Facebook-Kontaktanfrage von irgendeiner blonden Frau, ja, habe ich bestätigt. dann eine Nachricht geschickt, wer bist du? Dann meint sie, ja, wir saßen in der ersten Klasse hintereinander. Und ich habe die Anzeigen für deine Frau gesehen und dachte mir mit dem Nachnamen, schaue ich doch mal, ob da du irgendwo damit zu tun hast. Und finde ich ja total toll und ich wähle sie auch auf jeden Fall. Die Seite hat sie nicht geliked. Also das sind so das Feedback, was man immer wieder kriegt. Man kriegt im politischen Kontext wenig Interaktion und das zeichnet die AfD dann auch aus, diese leicht fanatisierte Grundgesamtheit an Aktiven, die völlig von dem überzeugt ist, dass sie der letzte Wall der europäischen Demokratie sind. Die hat kein Problem damit zu interagieren, ja. Follower, ich kann CSU-Follower, interessiere mich, was die da so treiben, aber wenn ich auf Facebook quasi folgen will, was die CSU da treibt, muss ich ja quasi liken, obwohl ich die Partei nicht like. Ja, ja, wir haben versucht, es dir leicht zu machen, aber gut. gut, das ist die Website. Wir haben halt versucht, eine offene, eine sympathische Kommunikation zu eröffnen. Natürlich habe ich auch einen Professionalitätsanspruch an alles, was ich mache. Der zieht sich da natürlich durch. Das zeugt recht viel Arbeit. Wir haben auch versucht, tatsächlich auch reale Netzwerke sehr stark, das ist eigentlich ein Button, der auf der Website ist und der auch real gedruckt war, den auch Leute getragen haben. Also skurrilerweise manchmal auch Leute, die ich nicht kannte. Ja. Ich erinnere mich immer gerne an ein Kampagnen-Event, wo wir in einem Café saßen und am Nebentisch, der nichts mit dem Event zu tun hatte, saß jemand, der den Button trug. Also wir haben durchaus versucht, das gesamte Spektrum da zu nutzen. Ja. Auch das ist leider das aktuelle Xing-Profil, ich habe keinen Screenshot vom Kampagnen-Profil. Das Xing-Profil haben wir während der Kampagne umgestellt und als reines Kandidatinnen-Kampagnen-Profil verwendet. Auch das ist interessant, nicht weil ich so viele Leute als Kontakte haben muss, ja, sondern hier kann ich die tatsächliche Biografie und meine berufliche Tätigkeit darstellen und dann kann ich ganz viele Profile aus der Stadt anklicken.
Und weil es so aus dem Kontext rausgerissen ist, wird jeder, dessen Profil angeklickt wird, klickt wieder zurück. Ah, meine lokale Kandidatin. Ja. Es ist erstaunlich, wie viele Klicks man wieder zurückziehen kann auf die Art. Ja. Also es gibt überall in diesem Social-Media-Universum für lokale Kandidaten so kleine Sachen, die man wieder rausziehen kann. Dieses Xing-Ding funktioniert wahrscheinlich auch für jeden B2B-Unternehmer, wenn er einfach automatisiert jeden Tag 500 Profile anklickt. Ja. Und es ist halt schön in der politischen Kommunikation, weil man sofort so die berufliche Perspektive reinbringen kann und so und bekannt machen, die man sonst nicht so leicht vermitteln kann. Natürlich hatten wir auch hier komplette Plakatbatterien. Das sind nicht mal alle Plakate, es gibt noch viel, viel mehr Plakate. Die haben auch gut funktioniert. Die Leute haben sich immer bedankt, dass es auch ein schönes Plakat in der Stadt gibt. Es hier sind Flyer. Also wir haben versucht, alle Kampagneninstrumente ineinander spielen zu lassen. Aber ich gehe mal zum Social Media zurück. Was ihr vielleicht vorhin gesehen habt, ist, dass die Seite nur 500 noch was Likes hat. Das ist jetzt für die normale Maßstäbe, die wir als Firma haben oder sonst wie, eigentlich gar nichts. Und was wir festgestellt haben in der Kampagne ist, wie unglaublich schwierig ist es, einen politischen Like zu ziehen. Ihr hattet ja vorhin vielleicht die anderen Zahlen. Ich weiß nicht, Jürgen Trittin hatte 10.000 Likes. Ein paar andere Leute, die so... Der Repräsentant von Alaska mit seinen 3.000 Likes, da wird einem dann schon bewusst, die bayerische Spitzenkandidatin der Grünen hatte dann so um die 3.000 am Ende des Wahlkampfs, da wird einem dann die Verhältnismäßigkeit schon bewusst. Also musste man ab einem gewissen Punkt die normale Facebook-Strategie, es geht um Interaktion, es geht um Wachstum, sonst wie irgendwann abschalten und sagen, nee, machen die Leute nicht. Ja? Also haben wir dann gesagt, okay, dann ist das jetzt halt der Reichweitenbotschaft-Aussteuerungskanal. Punkt. Wenn die Leute nicht interagieren wollen, dann interagieren sie halt nicht. Ist ja okay. Und was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich immer zu sagen, okay, wir haben hier eine Botschaft, die ist wirklich relevant und die ergänzt die Geschichte der Kampagne auch. Ja, also der Sozialtreff Erlangen ist ein Verein für Bedürftige, den meine Frau mitgegründet hat, der regelmäßig Lebensmittel an Bedürftige verteilt und ihnen Beratung in verschiedenen Lebenssituationen gibt. Darüber einen Post zu machen, dass sie den gegründet hat und dass sie den auch trägt, den haben wir dann ausgesteuert über Anzeigen an eine Reichweite von 200.000 in ganz Mittelfranken. Was wir dann gemacht haben, ist zu sagen, okay. Erklär mir mal, was das heißt. Du hast einen Post und hast ihn über Anzeigen gesteuert. Genau, ich kann einen Post als Anzeige verwenden und dir im Feed anzeigen und ich kann halt einstellen, wem soll er angezeigt werden. Und dann war halt letztendlich die Kampagnensache zu sagen, okay, wir grenzen die Zielgruppe ein und steuern jeweils Inhalte, die wir glauben, dass sie relevant sind, jeweils an bestimmte Zielgruppen aus. Was kostet es? Hast du es jetzt absichtlich an einem schwäbischen Akzent? Das schwankt. Das schwankt. Also von den 20.000 sind jetzt aktuell, warte mal, 5.000 in reines Media-Spending online geflossen. Naja, so ein Viertel, finde ich, wenn man sich die Kanäle in der Mischung anschaut, eine relevante Mischung. Ja, natürlich liegt es mir mehr. Ungefähr 5.000, ja. Aber jetzt nicht der einzelne Post. Da kommt ein großer Kostenblock YouTube, da komme ich gleich mal hin, noch dazu. In Facebook insgesamt haben wir nicht so viel ausgegeben. Hier ist was über einen Transparenzkodex, den meine Frau veröffentlicht hatte, damit die Menschen, Abgeordneten, wieder vertrauen können. Der ist wieder ausgeliefert worden. Das hatten wir auch im Juli mal, wo sie ihn veröffentlicht hat, oder Juni, Mai, so da, als damals die Transparenzgeschichte auch sehr relevant war. Da haben ihn auch in Mittelfranken so um die, ich glaube, 80 Leute geliked und auch einige geshared. Aber da bekommt man auch natürlich das komplette politische Feedback, weil der Kodex nur Transparenz für Abgeordnete verlangt hat, haben sich dann auf der Facebook-Leute-Seite, also komplette Transparenz verlangt hat, aber nicht verlangt, dass jeder seine Nebenbeschäftigung aufgibt, sondern steht halt nur komplette Transparenz, weil dann auf der Facebook-Seite 50 Leute, die drüber gestritten haben, wieso man nicht alle Nebeneinkommen verbietet. Ja? Also es ist halt politische Kommunikation, du kannst es einfach nicht jedem recht machen, es funktioniert nicht. Hier haben wir müssen die natürliche Vielfalt erhalten, da merkt ihr vielleicht, dieser sehr spezifische Umweltschutz-Post, wir müssen die natürliche Vielfalt, der hat eine niedrigere Reichweite, weil er auch eine bestimmte Zielgruppe ausgeliefert wurde. Der wurde tatsächlich nur an eine eher umweltorientierte Zielgruppe
oder nur Frauen ab einem gewissen Alter in Mittelfranken ausgeliefert oder in Erlangen. Ja, also was hier schon passiert ist, ist, dass wir eine sehr differenzierte, oder ich, aus Gewohnheit rede ich immer von wir, normalerweise haben Kampagnen mehr Aktive, eine sehr differenzierte Auslieferung vorgenommen hat. Und man sieht, es addiert sich natürlich schnell, diese Reichweite. Und natürlich sind ja Kontakte auch über 20, 30, 40 Mal entstanden. Und was ganz witzig war, man merkt natürlich auch, dass man eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Ja? Eine Zielgruppe, die sehr jung ist, die man sonst nicht in der politischen Kommunikation hat. Ich glaube, wir waren beim Haustierwahlkampf und dann fuhren ein paar Teenager-Jungs an uns auf dem Fahrrad vorbei und der eine rief, das ist doch die Julia Bailey. Ich kann ganz sicher sagen aus Erfahrung, Abgeordnete kriegen dieses Feedback nicht. Dieses Feedback kriegen vielleicht Minister ab einem gewissen Punkt. Das ist der Kanal. Die wählen, konnten noch nicht wählen, das war blöd. Danach habe ich meine Kampagnenaussteuerung nochmal überprüft. Engagement sind letztendlich, freundlich ausgedrückt, in dem Fall einfach die Klicks. Die Klicks, die der Post verursacht hat und so weiter. Ja. So. Hier mal so ein paar Beispiele für Posts, dann kann ich das noch ein bisschen mit der Auslieferung und sonst was erklären. Dann sieht man auch dieses niedrige Engagement. Am Höhepunkt der Mollert-Affäre, Veranstaltung in Erlangen mit Strate, Gerhard Strate, dem Verteidiger von Gustl Mollert, 400 Leute. Das ist jetzt, wenn man einen Wahlkreis von 100.000 hat, kommen wir da bei der Veranstaltung in eine relevante Größenordnung langsam rein. Nicht das übliche grüne Zielpublikum. Und dann sieht man aber auch, das sind dann 7 Likes, die sowas, also so Veranstaltungsberichterstattung ist so Berichterstattung aus der eigenen Perspektive, so, ja. Wir haben was gemacht, schaut mal her. Man muss es irgendwie machen, gefühlt, ja. Sogar ich habe da Probleme, sowas nicht zu posten. aber man merkt auch einfach, es hat keinen Sinn, wenn man Interaktion möchte. Man kann natürlich sagen, es hat trotzdem Sinn und deswegen haben wir es trotzdem gemacht und gesagt, wir steuern es als Anzeige aus. Ja, und haben halt einfach ganz Erlangen soll mitkriegen. Es gab die Veranstaltung, Gustl Mollert ist ein Thema, das wir bearbeiten. Und der Strafverteidiger war da. Und ja, ich meine, du musst ja die Themen auch nehmen, wenn sie da sind. Gerade wenn sie dir wichtig sind. Und da merkt man schon, okay, man muss eine andere Zielsetzung entwickeln. Ja. Und ich denke mir mittlerweile, wenn ich mit manchen unserer Kunden rede, rede ich nicht mehr viel von Interaktionen, weil ich den hartesten Case schon habe. Und es gibt einfach Fälle, wo man sich überlegen muss, benutzt man so einen Social-Media-Kanal nur noch als Reichweitensteuerung. Manchmal wird man schon Feedback kriegen, aber halt nicht viel. Auch sowas kann man natürlich machen, auch einfach mal hier einen Post teilen von lokalen Gruppen und sonst wie, der gerade eine Relevanz hat. Das hier fand ich sehr schön. Das ist eine Aufnahme von der Webcam auf dem Turm der Erlanger Stadtwerke. Und das ist so eine Mobilfunkantenne hier. Und da sitzt immer ein Wanderfalke drauf. Und sowas ist, es gibt viele Stadtgruppen und kommunale Gruppen. Stadt tut dies, wir treffen uns da, sonst was, Gruppe auf Facebook. Und in solchen Gruppen wird sowas auch oft gepostet, was man dann schnell mal rausziehen kann und als Post auch wieder verwenden kann. Und man sieht auch, dieser total unpolitisch sinnlose Post, 34 Likes, 7 Comments, 11 Shares. Man versucht dann halt noch irgendeine Story, irgendein Thema dran zu hängen. Ja, Natur in der Stadt. Hätten auch Mobilfunkstrahlung nehmen können. Aber ausgeliefert an 26.000. Man merkt trotzdem, es ist halt, ja, es ist ein zähes Geschäft in der Interaktion, aber es erzeugt eine gewisse Reaktion. Das hier finde ich ein schönes Beispiel, nicht weil da, das ist völlig unerkenntlich, das ist ein Teil von einem Fotoalbum. Da werden gerade historische Wasserräder aufgebaut und der grüne Ortsverein vor Ort in dem Ortsteil betreut halt so ein 700 Jahre altes historisches Wasserrad in Möhrendorf. Und da hat Julia das mit aufgebaut und es ist eine Fotogalerie davon. Und dann haben wir natürlich den Content nur ausgeliefert, also wir, ich, nur ausgeliefert an Möhrendorf, an den Ortsteil. Und es waren wirklich wenig Leute, wir haben es dann schrittweise ein bisschen erweitert, aber es hatte eine Reaktion. Also auf der Facebook-Page hat sich dann jemand beschwert, 3 Tage später, dass sie gerade vorbeigelaufen sind und wir sind da doch gar nicht.
Ja? Also man merkte schrittweise schon, dass die Kommunikation bei den Leuten ankommt und auch eine Interaktion entsteht. Hier hat dann jemand immer Posts geschrieben, wenn er wieder, der also quasi ein Vogelfotograf, der immer vor seinem Monitor sitzt und beobachtet, ob auf der Webcam der Wanderfalke wieder auftaucht und dann Screenshots macht. Ganz eigene Form der Vogelbeobachtung. Der sieht aber auch aus, hat so einen Bart, so ein etwas älterer Herr, sieht auch aus wie ein Vogelbeobachter. Und der hat dann immer wieder gepostet auf der Facebook-Page, wenn dann wieder mal der Wanderfalke vor der Kamera. Also so schrittweise entsteht der Dialog und so schrittweise entsteht auch die Kommunikation. Ja. Hier haben wir was ganz anderes, hier haben wir einen 1 Billion Rising-Tanzflashmob in der Stadt. Hier sieht man wenig Auslieferung und diese extreme Bezugnahme auf ein aktuelles Ereignis, wo quasi die Facebook-Page plötzlich der lokale News-Kanal ist, was eine total gute Kampagnenstrategie ist, wenn man viele Leute hat. Keine total dämliche Strategie, wenn ich das Foto mache. Bekommt plötzlich sehr viel Reaktion. 181 Likes, 10 Comments, 2 Shares. Da war noch ein Video dahinter, das 2000 Leute gesehen haben und sonst was. Also da entsteht dann plötzlich wieder Reaktion. Ja. Aber dann muss ich sehr, sehr, sehr aufs aktuelle Thema, sehr, sehr lokal. Da habe ich so viel Bezugnahme. Da habe ich lokal relevant, aktuell relevant und irgendwie bunt. Ja? Und dann entsteht auch schrittweise wieder was. Auch sowas haben wir natürlich ausgeliefert. Wir haben sehr früh angefangen, das ist im Januar während des Volksbegehrens, Bilder von Schneetreiben, Flyer verteilen im Schneetreiben, hart, härter, die ganze Story damit weitergefahren, haben das immer wieder ausgeliefert an bestimmte Zielgruppen, die sehr nah an dem Studiengebühren-Volksbegehren waren und so weiter. Das war dann eher von der jüngeren Altersgruppe und so. Aber man merkt auch immer, so Kampagnen-Selbstkommunikation ist recht wirkungslos. Ja, also das ist auch das, was Parteien öfter mal posten oder sonst wie. Die 5 Kommentare sind natürlich lauter Leute, die wir kennen, ja, also hätten wir auch, können wir auch sparen. Und das ist mal ein anderer Post, der war ganz lustig. Der hat auch keine Interaktion. Der ist nur ausgeliefert worden als Anzeige. Also Erlanger Redlich ist so eine Veranstaltung, so eine Fahrradtour durch die ganze Stadt, wo alle Vereine beteiligt sind und sonst wie. Und da ist Julia halt mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und hat verschiedene Vereine besucht, mit denen gesprochen. Und währenddessen habe ich dieses Bild und diesen Post als Anzeige nur an mobile Endgeräte in Erlangen ausgeliefert. Das heißt, wenn jemand auf sein Smartphone geschaut hat, auf der Stadt, mit ausreichendem Budget an dem Tag, irgendwo in der Stadt war, hat er auch dieses Bild irgendwann angezeigt gekriegt. Und es hat schon funktioniert. Da wurde sie auch dann auch darauf angesprochen oder so. Habe ich auch auf Facebook gesehen. Also dieser reale Kontext, der dann plötzlich entsteht, wo die Werbung direkt in dem Moment damit zu tun hat, wo ich gerade bin und so. Das ist schon ein spannender Moment. Ich glaube, den hatte ich vorhin schon in dem anderen. Ja, das sind keine Online-Kampagnenmittel. Wir haben ein Guerilla-Café in einem historischen Innenhof von ihrer Familie gemacht, wo 400 Leute bei Altstadt, Tag der offenen Altstadt unterwegs waren, war dann ein Guerilla-Café, über das die Presse auch groß berichtet hat. Normale politische Veranstaltung. Am Schlossgartenfest haben wir Tanzkarten verteilt, 2.500 Stück, wo Tanzschritte drauf waren. Aber grüne Parteibotschaften dazwischen, der Seehofer, der für besonders innige Blues-Tänzer, sobald die Musik beginnt, drehen sie sich beliebig, aber im Wesentlichen weg von ihrem Partner. Bleiben sie vor allem in den Bewegungen unberechenbar. Die Leute haben es alle mitgenommen, weil sie es fürs offizielle Programm gehalten haben. Es hat sich keiner getraut wegzuwerfen, weil die Standard-Tanzschritte auch drin waren. Ja, also wir haben schon versucht, jeden Kanal zu nutzen, wie es auch irgendwie geht. Wir haben einen Kinospot gedreht, der nur so gut aussieht, dank Dani, muss man sagen. Der Kinospot, hier ist in Wirklichkeit niemand, der picknickt. Hier ist alles ganz dunkel und das hier hat auch keine Sonne gehabt und hier waren ganz viele Mücken und es sah ziemlich bedrohlich aus. Das ist schön geworden, oder? Ein kurzer Szenenapplaus für Dani, der auch verdient. Wir haben einen Kinospot gemacht und den im lokalen Freilichtkino, im Sommerkino quasi laufen lassen, weil wir gesagt haben, das ist eine Zielgruppe, die ist prinzipiell kulturell dem Ganzen etwas nahe.
Ist ja immer eine Möglichkeit, Videocontent ist ja immer eine Möglichkeit für ein Komplett-Fail. Ja? Also es ist immer einfach, ein Video so zu verhauen, dass man sich danach jahrelang für schämt. Ist uns zum Glück gelungen, wir schämen uns nicht. Was interessant war, ist, was ich mit dem Video danach gemacht habe, ist es auszusteuern. Ja? Wir haben dieses Video, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der Screenshot noch drin ist oder nicht, ich schaue dann gleich mal über YouTube dann, über den Kanal als Werbung ausgesteuert. Wir mussten ein bisschen was am Ende noch ändern oder so und haben es dann als Werbung ausgesteuert und haben 15.000 YouTube-Views noch eingekauft. Das heißt, es ist Pre-Roll gelaufen. Das heißt, bevor ich mein YouTube-Video sehe, ist der Spot gestartet. Ich habe dummerweise, ich habe leider das Frequency-Capping die ersten 3 Tage nicht drin gehabt. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie geschlafen, wer es nicht weiß. Frequency-Capping in Online-Marketing stellt ein, wie oft wird einem einzelnen Nutzer die Anzeige angezeigt. Als ich dann bei einer Familienfeier war und der Cousin von Julia meinte, dass es ihm auf den Keks geht, dass er bei jedem YouTube-Video, was er sieht, hier einen Werbespot sieht, dachte ich mir, ja, scheiße, ist, glaube ich, das Frequency-Capping nicht eingestellt. Das ist ein Vorteil dieser lokalen Kampagnenführung. Man bekommt unglaublich viel seltsames Feedback von Leuten. Mein Geschäftsführer, der meinte, wenn er am iPad am Klo liest, möchte er nicht mehr das Video meiner Frau lesen. Er findet es bedrohlich und ein Einbrechen in seine Intimsphäre. ja, ich habe das Frequency Capping dann eingestellt. Aber man sagt ja immer, kleine politische Kommunikation, Penetration ist alles, ja? immer wieder. Ja? Und das war tatsächlich eine Erfahrung, weil YouTube hat uns doch tatsächlich erlaubt, den Content so gezielt, was man ja merkt am Feedback, auszuliefern in einem so lokalen Kontext und hat die Reichweite. Und das ist was über die Online-Kanäle hier total relevant wird über alles. Es gibt nicht so viele Online-Kanäle, die man effektiv nutzen kann. Das hier ist ganz amüsant, das ist die Plakatständer. Planung in einem Shared Google Map Ding mit unterschiedlich definierten Plakatständern und Motiven und was soll wo stehen. Gewichtet natürlich nach den Wahlergebnissen der letzten Wahlen und den statistischen Wahrscheinlichkeit, dass wir und natürlich den Verkehrsknotenpunkten, die mit einkalkuliert sind. Und das hat mir sogar Spaß gemacht. Wir hatten als Grüne auch die aufdringlichste Plakatfrequenz aller Zeiten. So, Kanäle. Ja. Welche Kanäle kann man hier rausziehen? Was kann man daraus lernen? Ja. Ich bin jetzt auch fast am Ende. Facebook ist relevant, weil ich die Reichweite so gezielt aussteuern kann, weil ich den Content aussteuern kann und weil ich die Reichweite aufbauen kann und weil so viele Leute auch in einem lokalen Kontext da sind. Twitter ist nett für die Multiplikatorenreaktion und Interaktion, gerade wenn es um Journalisten geht und sonst wie. Auch das konnten wir sogar nutzen in der Kampagne ein, zweimal. Lustig ist, wenn man sich Bitly-Links nimmt und dann eine direkte Nachricht auf Twitter nur an einen bestimmten Journalisten schickt. Danach kann man tracken, ob er draufgeklickt hat und wie lange er sich es angeschaut hat. Das fand ich ein bisschen lustig. Ich kann genau sagen, welches Mitglied der SZ-Redaktion welchen Artikel wie lange angeschaut hat. Ich weiß nicht, was ich daraus lerne, aber... Suchmaschinenanzeigen haben wir natürlich auch geschaltet, ist im lokalen Kontext schwierig. Also man muss eine sehr breite Online-Kampagne mit sehr vielen Landingpages zu den einzelnen Themen fahren. Ja, also ich kann nicht einfach nur Anzeigen schalten auf irgendeinen Suchbegriff, sondern ich muss dann auch den Inhalt für diese Anzeige, für diesen Suchbegriff bieten. Und dann brauche ich eine differenzierte Content-Strategie, das was wir vorhin hatten, die so breit sein muss. Das wäre eine wunderbare Aufgabe für so eine nationale Kampagnenführung zum Beispiel. Das ist keine Aufgabe für ein lokales Ding. Wir haben eine Zeit lang auf die Konkurrenz einfach, auf die Konkurrenzkandidaten Google Ads geschaltet, solange es irgendwie ging. Das war ein bisschen unterhaltsam. Das hat auch gut funktioniert. Die Leute, die den Innenminister gesucht haben, haben auch fleißig geklickt. Aber ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Ja, also zweifelhaft. Display funktioniert, hat ganz gut funktioniert. Wir haben Anzeigen ausgeliefert. Zum Beispiel auch im Google-Display-Netzwerk, zum Beispiel auch auf die Süddeutsche oder so und die nur für Nutzer aus Mittelfranken anzeigen lassen. Also dieses lokale Targeting auf dieser mittelfränkischen Ebene, wo ich so einen größeren Raum habe, hat gut funktioniert. Das hat die Leute so verstört, dass sie uns Screenshots der Anzeigen geschickt haben. Ich habe eine Anzeige von euch auf süddeutsche.de gesehen. Ja. Ja.
Aber auch da, man muss halt da einen relevanten Kanal finden. Ich hätte politische Anzeigen jetzt nicht überall anzeigen wollen. Das ist ganz interessant, es funktioniert auf einer größeren Ebene. Auf der lokalen Ebene für den Stimmkreis, für Erlangen, war es total Bullshit, weil das Targeting nicht funktioniert. Also es würde nicht nur Erlangen angezeigt und weil die Reichweite zu klein war. Also da kann ich kein Geld ausgeben. Ja, da konnte ich dann über die ganze Kampagne 10 Euro ausgeben. Ja, so viel kann ich mir sparen, dass ich, da habe ich mehr Aufwand reingesteckt, wenn ich quasi jeden Tag mal drauf schaue, was passiert ist. Website ist klar. Kann man auch mit SEO mehr machen, aber dazu braucht man ein größeres Team. YouTube ist ein unglaublich effektiver Kanal. Es ist wirklich, wenn man YouTube nicht betrachtet als mein Video soll sich von selber verbreiten, sondern sagt, ich habe Zielgruppen, ich will die ansprechen und ich schalte mein Video, ich habe ein Video, das sich als Anzeige eignet und habe danach noch andere Videos, dann ist YouTube ein unglaublich effektiver Auslieferungskanal. Warum? Weil so viele Menschen die ganze Zeit auf YouTube sind. Ja, es ist genauso wie Facebook, es funktioniert, weil da Menschen sind. Und da haben wir auch wirklich viel Feedback gekriegt. Natürlich auch die üblichen YouTube-Kommentare, aber die kann man ja löschen. Eine Kampagne wie die kann nicht auskommen ohne, gerade in Deutschland, nicht auskommen ohne die Print-Elemente. Das ist auch wirklich was man gemerkt hat. Die Effektivität der Facebook-Kampagnen und der anderen Kampagnen ist gestiegen, sobald die Plakate draußen waren. Weil die anderen Kampagnen haben ja vorher angesetzt und dann kam erst der Plakatierungszeitraum, wo flächendeckend quasi Kopfplakate hingen. Und in dem Moment ist die Effektivität der ganzen anderen Anzeigen gestiegen. Also kann man wirklich ganz klar sagen, das ist wirklich ein Beispiel, wo du siehst, die unterschiedlichen Kanäle interagieren und greifen ineinander rein. Und ja, Flyer, wir haben gesagt, das ist ein blöder Wahltermin direkt nach den Ferien. Also muss jeder Erlanger Haushalt einen ersten Flyer vor den Sommerferien haben. Also haben Freiwillige, Respekt für die Freiwilligen nochmal, 54.000 Flyer vor den Sommerferien verteilt. Selber verteilt, weil dann können sie es halt auch in bitte keine Werbung reinwerfen. Ja. Ich kann es gut nachvollziehen. Eine interessante Diskussion in dem Aspekt ist, es gibt hier keinen Kanal mehr, über den ich sicher gehen kann, alle Bürger zu erreichen. Also wir haben eine Haushaltsfrequenz in Erlangen von der Tageszeitung zum Beispiel von 19.000 oder so. Das heißt, ich habe von all diesen Kanälen habe ich bis auf den und den habe ich keinen Kanal mehr, wo ich sagen kann, ich erreiche alle Wähler. Weil bei normalen Flyern über Servicedienste und sonst wie die verteilt werden, mittlerweile so in der Großstadt so 60-70% keine Werbung haben. Die Parteien lehnen es ab, Adressen zu kaufen, was ja eigentlich der logische normale Schritt als Unternehmen ist. Dann kaufe ich mir die Adressen, dann darf ich verschicken. Was ja auch gut und politisch verständlich ist. Ja. Und das, ha? Ja, nicht von allen Parteien. Also es ist... Ja, sie hat Adressen gekauft, die anderen Parteien kaufen teilweise keine. Ja. Ja, genau. Aber ist ja auch egal, aber das ist der Punkt. Also wenn ich eine Wahlkampagne führen will, muss ich die Leute erreichen und ich habe nicht viele Kanäle. Weil in Facebook erreiche ich nicht alle. Also es ist wirklich ein Problem in diesem gesamten Struktur. Das hat jemand, ein sehr bekannter Kampagnenmanager in Deutschland so ausgedrückt, dadurch, dass die Medienvorherrschaft von Fernsehen und Print schwindet, ist es für Wahlkampagnen in Deutschland so, dass wir einen Schritt zurück machen aktuell. Social Media ist noch lange nicht da und online. Das heißt, wir sind jetzt wieder in den 20ern. Wir sind wieder bei klassischem Plakatwahlkampf. Wir sind bei klassischem Plakat- und Flyerwahlkampf, weil alle anderen Kanäle quasi ihre Relevanz verlieren, aber die neuen Kanäle noch nicht die Flächendeckung haben. Das war nicht die These, mit der ich in den Wahlkampf gegangen bin. Sonst hätte ich es, glaube ich, nie gemacht. Wie du schon gesagt hast, die Penetration erreicht werden kann. Ja, genau. Das ist für ein Unternehmen ein anderes Problem, weil ich nur eine bestimmte Zielgruppe habe. Aber wenn ich diese Komplettpenetration von allen Haushalten und so weiter haben will, keine Chance. Ja. Und speziell auch die Presse erreicht mittlerweile nur noch eine Tagespresse zum Beispiel, erreicht unter einer bestimmten Altersgrenze einfach niemanden mehr. Gut, den haben wir über andere Kanäle dann halbwegs entgegengespielt. So gesehen ist das PR, Social Media gespannt, vielleicht eine ganz gute Mischung, weil ich quasi genau da, wo der Altersgruppenschnitt ist und die Leute keine Tageszeitung mehr lesen, die andere Altersgruppe einklinke.
Aber es ist tatsächlich eine schwierige Situation. Auch demokratisch irgendwann eine schwierige Situation. Events, gut, alles abgedeckt, da kann ich nichts Schlaues dazu sagen, das macht man halt. Wie die Effektivität in der Gesamtkampagnenkommunikation ist nicht hoch. Ja, also ich glaube, wir hätten die gesamte Kampagne auch machen können mit dem gleichen Ergebnis, wenn wir keinerlei Events und diese ganze Spalte komplett weggestrichen hätten. 40% der Events sind gemacht worden. Dummerweise habe ich mich mal mit dem Leiter der Erlanger SPD verplappert bei einem Kaffee und meinte, naja, manche Events macht man ja bloß, damit das Plakat draußen hängt, damit die Leute wissen, dass man zu dem Thema arbeitet. Zwei Wochen später waren ganz viele Plakate draußen, dachte ich mir, nicht mehr Kaffee. Ja, und also diese Effektivität hat diese Kommunikation noch, ansonsten hat sie keine mehr. Die Presseberichterstattung war wichtig, war auch positiv, hat auch geholfen. Presseanzeigen kann man eigentlich sein lassen. Gut, dann gibt es irgendwann die Presseberichterstattung nicht mehr, aber gut. Kinospot war sehr wirkungsvoll im lokalen Kontext immer noch. Ja. Wenn man die Zielgruppe hat und sonst wie, ist ein Kinospot immer noch in der politischen Kommunikation extrem wirkungsvoll. Hätte ich jetzt auch nicht so gesagt, aber gut, wir machen es. Programmkinos oder auch Facebook? Programm, ja. Und er muss halt gut sein. Und das ist die Schwierigkeit für eine lokale Kampagne. Weil wenn's, also gut, er muss tragfähig sein. Ja. Und das ist halt Film oder Programmkino? Ja, ja. Ja. Na, nach Film kannst du nicht selektieren, wenn du Kinoanzeigen buchst. Das geht nicht. Und Haustürwahlkampf haben wir auch gemacht. Ich glaube, es wurden 2.500 oder 1.500, ich weiß es gar nicht mehr, Türen und Haushalte angeklopft und angesprochen in Kernwahlbereichen, die vorher selektiert wurden nach Wahlergebnis vorher und Potenzialanalysen. Ich würde es in keiner, also es ist ja ein ganz klassisches amerikanisches Ding. Ja. Also Haustürwahlkampf ist ja ein klassisches amerikanisches Kampagneninstrument, was in den USA aber ein bisschen mehr Berechtigung hat. Patrick, ich glaube, du könntest das Fenster mal wieder aufmachen. Was in den amerikanischen ein bisschen mehr Berechtigung hat, weil die genau wissen, an welche Haustür und warum sie da klingeln. Ja, also die wissen, der hat sich mal als Independent eingetragen oder der hat beim letzten Mal demokratisch gewählt und beim vorletzten und beim vorletzten Mal, da klingeln wir jetzt mal. Und das wissen sie ja bis auf den Haushalt genau. Das wissen sie, weil die Leute sich in Wählerverzeichnisse für die Vorwahlen eintragen und so weiter und so weiter. Aber es ist ein Tool, auf das man durchaus verzichten kann. Also was ist das Ergebnis? Ergebnis 15%. Das ist das fünftbeste grüne Erststimmenergebnis in Bayern von 90 Stimmkreisen. Mittelfrankenweit das viertbeste Zweitstimmergebnis. 1.500 Stimmen haben gefehlt. viel lokales Lob für die Kampagne. Es ist ein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann, wo aber immer mehr drin sein könnte. Ja, das ist so. Nichts Halbes und nichts Ganzes, man hat halt gegeben, was man kann. Man ist halt in der Kampagne und es ist halt immer dieses politische Kommunikationsproblem in der Gesamtding drin. Es ist keine Bewertung der eigenen Kampagne, es ist die Bewertung der eigenen Kampagne sind die 1-2%, die man abweicht vom Parteiergebnis, das irgendwo passiert, oder die bisschen mehr Prozent. Das hat der Freund gesagt, Deutschland will die Menschen eher die Partei. Das genau. Die Ergebnisse total anders ausgeschaut, wenn sie was für die. Richtig. Genau, das ist, ja, politische Kampagnen, Learnings, politische Kampagnen sind anstrengend. Die Kanäle müssen wirklich feingetuned integriert werden. Ja? Also wir konnten immer eine deutlich bessere Effektivität feststellen, wenn die Kanäle gerade gut ineinander spielen, wenn wir Zeitungsartikel haben, Events haben, Außenplakatierung und Facebook jetzt läuft. Was lokal einfach ist, schwierig überregional zu machen. Lokal funktionieren nur Facebook und YouTube. Ja, das sind die zwei Werbekanäle, die ich online habe. Den Rest, ich kann ein bisschen SEM machen oder so, aber alles andere kann ich eigentlich wegwerfen. SEO kann noch gehen oder so. Lokal funktioniert nur das. Regional funktioniert Displaywerbung. Für eine 100% Online-Kampagne braucht Deutschland noch mindestens 10 bis 15 Jahre. Nächstes Mal wird es nicht so dabei sein und dann sind es schon 10. Ja, also da habe ich schon sehr optimistisch kalkuliert. Ich würde sogar weitergehen, wir sind da viel weiter weg, als man denkt. Ja.
Was uns noch ein bisschen gefehlt hat, aber was einfach an der Manpower einfach lag, ist die Geschichten, soziales Engagement da und da noch viel stärker zu erzählen. Ja, also wirklich in diesen gesamten Kampagnenstruktur, diesen Storytelling-Aspekt noch viel stärker zu betonen und zu vermitteln. Das ist dann einfach an Manpower gestorben irgendwann, weil wenn du alles andere gleichzeitig machst, hast du keine Chance, das zu überleben. Aber das hat überall gefehlt, nicht in genau, ich denke, wir haben es... Ja, wir haben es lokal... Das wäre aber die Chance gewesen, quasi noch stärker. Das ist das, wir haben es schon ein bisschen probiert, hat man ja auch gesehen, es ist schon immer wieder drin, aber es ist, man muss das noch stärker und noch fokussierter machen, aber man muss auch ehrlich sagen, es ist ein Scheißaufwand. Ja? Also es ist halt für jeden Kanal die richtige Kommunikation im Storytelling-Aspekt zu machen und so weiter, also es ist ein unglaublicher Aufwand und das kannst du lokal einfach nicht leisten. Die Multiplikatoren nutzen, funktioniert ganz gut. Ja, Patrick hinten, der zwischendurch irgendwas auf der Wir sind Franken-Seite geteilt hat oder so. Wir sind Franken, keine Bayern. Ja, nur für Claudia war das jetzt. Claudia ist aus Ansbach, sei nicht so gemein. Und also das ist auf jeden Fall was auch hilft, was man auch nutzen kann. Und man darf nicht unterschätzen, wie groß teilweise Facebook-Pages und Gruppen vor Ort lokal sind. Und auch die lassen sich in so einem Wahlkampf nutzen. Learnings für Bund und Land, glaube ich. Ja. Kein Sandwich. Personalisieren. Zwei Kampagnen fahren. Das eine, was sie so ein bisschen versucht haben, schon die Kampagnen, ist das Virale. Unsere Basis verteilt es, unsere Basis findet die Schlandkette lustig oder sonst irgendwas. Das andere, was sie nicht gemacht haben, ist den Media-Aspekt zu fahren, zu sagen, wir haben eine Botschaft, die wir vermitteln als Storytelling, die wird keiner teilen, weil die ist komplex, aber wir werden die trotzdem vermitteln und wir werden trotzdem mitkriegen, dass jeder mit diese Story, die wir da zu erzählen haben, mitkriegt. Man muss mit niedriger Interaktion leben. Man muss alle Dinge verlängern. Also eigentlich jeder Post, den wir jetzt vorhin von der SPD sonst wie gesehen haben, hätte noch einen Link vertragen können zu einer Erklärung der Policy. Ja? Ein kleiner Bitly-Link am Ende, wo dahinter noch mal eine Landingpage ist, die die Policy erklärt und warum sie dafür sind und so weiter, würde überall die Interaktion, die Effektivität der gesamten Kampagnenkommunikation noch mal erhöhen und ist gerade in dem Fall unbedingt nötig. Also ich kann nicht nur in der flachen Kommunikation bleiben, ich muss auch die komplexere Kommunikation hinterher schieben. Nicht, weil die Leute sie lesen, sondern weil sie wissen wollen, dass sie da ist. Ja? Das ist genauso, wie die Leute an Infostände kommen und so dicke Parteiprogramme haben wollen. Die geben auch zu, sie lesen sie nicht, aber sie haben sie. Ja? Das ist ein Vertrauensfaktor, der dahinter stehen muss. Ja, das ist ein Konzept, da hat jemand sich Gedanken drüber gemacht. Ich klinge mal ja ein wenig zynisch, glaube ich. Das war's.